Kämpfer werden Sieger. Dieses Lied habe ich geschrieben für die Leute, die nicht so kämpfen können, sich nicht trauen, die einen brauchen, die Hilfe brauchen für ihre innerlichen Kämpfe, diese inneren Zwiespältigkeiten, die sie in sich tragen, dass die da eben halt durchgehen, kämpfen und siegen über diese Sache. Dieses Leben ist entstanden, weil ich mir ganz, ganz viele Gedanken über das Leben mache. Es gibt ja ganz viele Facetten, wie funktioniert das, wie funktioniert das, wie funktioniert Liebe und so weiter. Und dass darüber irgendwo eine höhere Macht steht, ne? Da glaube ich dran. Als wir an dem Song Zeig mir dein Herz gearbeitet haben und den auch fertig gemischt hatten und alles, und ich habe gesagt, nee, so, das muss am Anfang ganz anders. Da hat der Mischer und der mir dabei geholfen hat, eben halt der Lobby und der Wolfgang, und gar nicht erst verstanden, was ich damit meinte. So aus der Stille nur die Stimme, zeig mir dein Herz, und dann erst das Brachiale daran, dass dieser Effekt, den finde ich total geil. Den haben wir ja jetzt letztendlich so gemacht. Der Titel Kyrie Eleison, auf Deutsch eben halt auch Herr erbarme dich, den habe ich so genannt, weil das, was ich damit meine, diese höhere Macht da oben, wenn ich irgendwas anfange, wenn ich irgendwas oder eine Liebe habe und ich möchte da jetzt hin oder irgendwas anfange, dann in diesem Moment denke ich mir, komm, Herr, erbarme dich und stoß den ersten Stein an.